Bitte komm da an, ohne zu sinken. Der hier kommt nirgendwo hin. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Gut, wie ziehen wir es hier gleich lang? So rum oder so rum? In welcher Form von Streifen ziehen wir unsere Bierproduktion gleich lang? Und vor allen Dingen, wie genau? Ich glaube, da müssen wir gleich wieder kreativ werden. Wir setzen das so. Schaffen wir uns hier schon mal den Platz. Machen uns schon mal bereit, nochmal Vorräte nachzuziehen. Geben den Ausbau rein und dann überlegen wir. Bier. Die Bierproduktion benötigt sowohl ein Getreidefeld. Wir haben noch gar nicht geschaut, ob wir Getreidefelder wirklich gut unterbringen können. Das haben wir nämlich noch gar nicht überprüft mit unserer neuen Taktik. Zuerst mal sagen wir, steht's. Wo fangen wir an? Mal schauen, wie viel braucht man für eine Getreidefarm, um die auf 100% zu gehen? Können wir es wie bei den Dattelfarmen damals machen? Dass das hier schon reicht. Und das muss weg, das verfällt wieder alles. Das heißt für 30%. Da kommt wieder das Autosave. Unser Flaggschiff ist, glaube ich, durchgekommen. Einfach weil es hier noch drin ist. Spiel gespeichert. 60%. Das ist kompliziert. Kann ich dem Sultan von eurem Erfolg berichten? Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Das wird nicht einfach. Wenn das so nicht klappt, wie dann? Okay, probieren wir es mal folgendermaßen. Wir setzen das Teil so hin. Und ziehen es einfach in solche Streifen. Und zwar doppelt. Wenn wir das Getreide jetzt so setzen. Klappt das dann, wenn wir hier 6 Felder hinsetzen? Reicht das dann für... Das reicht dann. Gut, wenn wir dann... Das wird schwieriger. Weil wenn wir dann hier so eins hinsetzen, reicht es dann theoretisch für... Nein, wir brauchen dann 3 Felder. Und dann begeben wir uns dann außerhalb der Reichweite. Da müssen wir re-evaluieren, wie genau wir das, in welche Reihenfolge wir es jetzt anbringen. Die Kräuter kommen dann direkt da dran. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das reicht nicht. Auf einer Reichweite nicht. Wir müssen das Teil nämlich noch ein Stück nach hinten setzen. Und zwar so, da müssen wir das Feld dazwischen haben. Bringt das rechts müssen die Kräuter, aber der kommt dazu nicht mal. Kommt er so noch ans Getreidefeld ran, wenn wir das Getreide hier hinsetzen? Einer ihrer Betriebe stellt keine. Das würde Bier aber zum Spezialisten machen, den wir ganz schlecht bei unserer Heimatstadt in unseren eigentlichen Kreislauf einbinden könnten.
Okay, das reicht. So, dann... Wenn wir die Dinge hier kurz mal abreißen, reicht das dann immer noch? Nein. So reicht das. Kommt der noch dahin? Der kommt noch dahin. Dann schauen wir mal, ob das von der... Ob er durch die Felder überhaupt durchlaufen kann. Wenn nicht, wird's peinlich. So, kurz mal die Berge gerasiert. Der Betrieb stellt keine Waren mehr hier. Wenn er durch die Felder nicht durchlaufen kann, müssen wir uns eine Sache einfallen lassen. Die beiden haben angefangen zu produzieren. Geben wir ein bisschen Gas und schauen, ob es funktioniert. So, da ist jetzt was. Geht er sich das abholen? Oder nicht? Einer ihrer Betriebe stellt keine. Er kann es sich, glaube ich, abholen. Er kommt nicht durch die Felder durch. Okay. Reicht das noch? Reicht noch? Reicht nicht mehr ganz. Dann ziehen wir es einmal so rum. Und dann haben wir das. Zack, kein Problem, Bierproduktion erschaffen. Und das können wir dann doppeln. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wir können es aber auch nur doppeln. Und wir müssen es in diese Richtung machen, oder wir ziehen es so in diese Richtung weiter. Wenn wir es jetzt aber vergleichen, können wir das theoretisch in unser System einbinden. 1, 2, 3, 4. Ja, okay, theoretisch können wir es trotzdem in unser System einbinden. Es ist nur anders. Hauptsächlich anders. Alternativ könnten wir es natürlich hier loslösen, dass wir einfach Getreide... Dass wir theoretisch Getreide und... Ah, ich wollte natürlich jetzt keine Anbindung daran schaffen. Dass der sich das abholen geht. Das stört nämlich nur. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber dann brauchen wir einfach keine Straßenanbindung dazwischen. Keine. Das ist einfach nur, damit der hier vielleicht schnell laufen kann. Einer wenn die Produktion läuft, dann müsste das auch funktionieren. Ah, der Mönch, der macht das Bier, indem er es aussäuft. Ich verstehe schon. Der hier holt durchgehend jetzt die Sachen ab. Eine Produktion. Wenn die Sachen noch nicht vom Markt aus abgeholt werden, dann arbeiten die viel effizienter. Der hier hat Überschuss jetzt. Keine Waren mehr hier. Gut, wir haben's. Wir wissen. Kommt und habt Teil am neu gewonnenen Wissen. Das ist bitte Northburg, der das Teil haben möchte. Hierbei hilft mir all mein Wissen nicht weit. Alles klar, das Schiff wollen wir dafür eigentlich nicht verwenden. Flaggschiff. Geh erstmal ganz kurz abholen. Du bist jetzt vielleicht fürs Bier verantwortlich, bringst aber trotzdem noch eine Lieferung an Baumaterial da hoch. Dann müssen wir da weiterarbeiten können. Und hier können wir einen Kreis nochmal wieder ans Laufen bringen. Das reicht eigentlich schon, wenn die am Arbeiten sind. So, die Hälfte lassen wir aber immer noch ruhig gestellt. Denn wir verbrauchen das Zeug nicht so schnell. Im Moment. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wir kriegen Werkzeug dafür. Faszinierend. Platz ist genug da drin, dann perfekt. Geduld ist der Schlüssel zur Weisheit. Gut für unsere Kriegsschiffe. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Seid ihr meinem Wunsch nachgekommen? Ja. Ihr habt der Akademie einen großen Gefallen getan. Gib den mal her, den Rudergänger. Es wäre ratsam zu zahlen. Ich glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Er hat ein Schiff gemacht. Jagdflotte, ihr seid hier. Jagt es nieder. Du jagst es nieder. Es wird direkt angegangen.
Vorsichtig. Möchtest. Es gibt mehr als einen Weg, eine Blockade durchzuführen. Wir müssen seinen Hafen nicht betreten, um ihn zu zerlegen. Wehr dich nicht, sonst tut es wirklich weh. Das wird dir schon sehr bald leid tun. Wann hätten wir ihn schon verloren? Meine Schiffe bringen mir regelmäßig Nachricht von seiner Majestät dem Kaiser. Tatsächlich. Und Northburg, erzähl mir, wen interessiert das? Diese Straße ist übrigens weg. Die Fake-Straße, die niemals zu Ende geführt werden wird, die aber einfach nur da ist, damit die Strukturen reinbringt. Und den Leuten ermöglicht, dazwischen durchzugehen, denn dieser Abstand muss da sein. Ansonsten kommen die nämlich nicht an ihre Waren ran. Das ist nicht wünschenswert. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das können wir den Kreis doch theoretisch immer mal ein bisschen vergrößern, wann immer wir wollen. Aber ich denke, zwei Bierkreisläufe müssten diese Stadt versorgen können. Ohne größere Umstände. Die Steine werden dann über Bord geworfen, das interessiert niemanden. So, neue Route. Ranzingen. Goldfurt. Dieses Schiff. Bier nach Pfui. Können wir die Route hier ein bisschen anders anordnen? Nein? Schade. Triton kann man ganz... Oh, es wurde geklingelt. Ich bin gleich da. Verzeiht, nichts von geringstfügigster Relevanz. Da musste einfach mal jemand da rein. So, läuft das hier. Freuen sich die Leute über das Bier. Ich habe keinen Grund zu klagen, aber frohlocken kann ich auch nicht gerade. Nein, tun sie noch nicht. Warum nicht? Müsste aber alles stimmen. Tätet ihr uns was helfen, ne? Ist auch hier... Brot. Gut, wir wollten hier sowieso... Nein, nicht hier. Wir wollten hier sowieso noch Brot herstellen. Zwar nicht hier direkt jetzt gerade.
Ist euer Glaube stark genug? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Find's heraus. Gott segne euch für eure Hilfe. Ja, ja. Können wir vom Brot eigentlich einkaufen? Ich habe erwartet, dass ihr mich aufsucht. Wir hätten schon längst in der Produktion von dem Zeug anfangen müssen. Ich weiß. Aber das können wir jetzt hier angehen. So auf dieser Insel erst einmal. Zum Test. Die Saat ist ausgebracht. Wir sperren erstmal Brot für euch. Wieso habt ihr noch kein Bier? Ich glaube, weil das jetzt gerade die erste Lieferung ist. Der steht jetzt zurück, bin betrachtet ganz beschissen. Aber das können wir irgendwie ignorieren. Wenn wir einfach so tun, als müsste das so, dann können wir hier entlang des Strands schauen, ob wir da das Brot hinsetzen oder setzen wir das Brot anders irgendwie hin. Ja, schauen wir erstmal hier entlang des Strands. Das ist der gleiche. Einer ihrer Betriebe stellt keine Ware mehr hier. Der gleiche Abstand, mit dem wir hier arbeiten. Also gut, wie machen wir das jetzt? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Zweimal Getreidefeld, macht einmal Mühle, macht einmal Bäckerei. Wir machen es auf die gleiche Art und Weise. Nur halt. Ihr seid zu klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Korsan sind gerade kein unterwegs, wir können das machen. Wir machen das auf die gleiche Art und Weise, wie wir es vorhin gemacht haben mit dem Bier. Obwohl, ist es überhaupt nötig, noch zusätzliche Wasserkanäle zu setzen? Mal schauen. So, 8. Spiel gespeichert. So kommt das auf 100%. Auf, dann kommt hier die Mühle hin. Und hier der Bäcker. Und hier die. Okay, dann können wir es enger machen. Oder? Können wir das enger machen? Um 2, 4. Wenn wir diese 4 jetzt loswerden würden, über den Teil. Was wäre die Folge? Folge wäre 61%. Aber jetzt ganz theoretisch. Nicht so, sondern wenn wir jetzt dann theoretisch hier noch zusätzlich versetzen würden. Wenn wir dann dieses Jahr abreißen würden und da versetzen würden. Bei 9. Das sind bei 89%. Das reicht nach wie vor nicht. Wir brauchen diesen Abstand drin. So kommen wir mit 11 kommen wir auf unsere 100%. Das ist wenig zufriedenstellend, finde ich. Wir finden bestimmt noch eine bessere Methode. Das Wasser brauchen wir dann auch nicht mehr. Oder müssen wir einfach nur eine Straßenbindung daran setzen? Wobei, nee, der braucht. Nee, stimmt, der muss sich seine Sachen nur aus der Mühle holen. Die Mühle kann sich ihre Sachen wahrscheinlich ohne weiteres aus diesen beiden Feldern holen, oder? Ja, an die kommt sie nicht ran. Da muss hier ein Platz frei sein.
Und das reicht nur für 94% dann. Oh Gott, das wird Krebs. Aber jetzt reicht das so.